dass wir es als das glückliche Leben bestimmen? Oder sollen wir sagen, dass es das sinnvolle Leben des Menschen ist? Das wird der zweite Punkt im Folgenden sein. Sollen wir vom guten Leben sprechen, der dritte Kandidat? Oder, und darauf werden meine Ausführungen hinauslaufen, sollen wir das oberste Gut des Menschen, das letzte Ziel des Menschen, als das gelungene Leben bezeichnen? Aber zurück zum Glück, denn wer von uns möchte nicht glücklich werden? Nun, was spricht eigentlich dagegen? Oder was ist schwierig daran, das oberste Gut, das letzte Ziel des Menschen, als das glückliche Leben zu beschreiben? Ich glaube Folgendes. Wenn wir vom glücklichen Leben des Menschen sprechen, dann meinen wir damit meistens zwei verschiedene Dinge. Glück ist so etwas wie eine emotionale Euphorie. In Zeiten, in denen wir verliebt sind, sind wir glücklich. Glücklich zu sein ist ein Gefühl. Und wie es mit Gefühlen halt so ist, die Gefühle kommen, die Gefühle gehen und dieses Glücksgefühl der emotionalen Intensität, das ebbt halt irgendwann ab. Aber, so könnte man sofort fragen, ist denn das nicht die Vorstellung von unserem Leben, wie wir es eigentlich leben wollen? Dass wir uns immer in diesem emotionalen High, in diesem Glücksgefühl befinden? Der Philosoph Robert Nozick hat da ein interessantes Gedankenexperiment angestellt. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Jemand hätte eine Maschine erfunden, die ihr Gehirn mit Elektroden versorgt und sie ein Glücksgefühl nach dem anderen bekommen. Immer. Unaufhörlich. Ihr emotionales Leben ist also nicht so, dass es ihnen mal gut geht, mal sie Glücksgefühle haben und dann es wieder schwierige Phasen in ihrem Leben gibt, sondern es ist ein Glücksmoment nach dem anderen. Würden Sie sich an diese Maschine anschließen lassen oder nicht? Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen zögern würden oder zaudern würden oder sogar sagen würden, um Gottes Willen, ich würde mich doch nicht an eine Maschine anschließen lassen, selbst wenn sie mir diese Glücksgefühle gibt. Das zeigt, dass in diesem Gefühlszustand zu bleiben nicht das oberste Ziel, das letzte Ziel unseres Lebens sein kann. Denn wenn es dieses emotionale High wäre, was wir wollen, dann wäre es ganz merkwürdig, wenn wir nicht sofort die Intuition hätten, uns an diese Maschine anschließen lassen zu wollen. Oder etwas ernster, denken Sie zum Beispiel an so große Wissenschaftler wie den Sigmund Freud. Wir wissen, dass er vor allen Dingen in der zweiten Hälfte seines Lebens unter ganz enormen Schmerzen gelitten hat, sehr krank gewesen ist. Und er hat sich geweigert, schmerzreduzierende Mittel zu nehmen, einfach weil er sein Leben so erleben wollte, wie es wirklich ist. Auch etwas, was wir überhaupt nicht verstehen könnten, wenn wir der Auffassung wären, das letzte Ziel unseres Lebens sei das emotionale High. Nein, wir wollen schon glücklich werden. Aber wir wollen um der richtigen Dinge willen glücklich werden. Wir wollen Dinge tun, die uns glücklich machen. Wir wollen so etwas wie berechtigterweise das emotionale High haben. Glücklich sein. Vom glücklichen Leben zu sprechen, kann auch noch etwas anderes bedeuten, und damit komme ich zur zweiten Bedeutung des Wortes Glück. Glück kann so etwas sein wie ein Schicksal. Etwas, was wir passiv entgegennehmen, was uns passiv widerfährt, an dem wir selber kaum etwas machen können. Wenn zum Beispiel meine Studenten wenig in der Vorlesung waren und die Zeit der Prüfungsvorbereitung auch nur kurz gewesen ist, sie nur ein Teil meiner Vorlesung haben hören können und dann ausgerechnet das gefragt werden von mir, was sie vorbereitet haben, dann haben sie halt Glück gehabt. Oder wenn Leute alle Sechse im Lotto mit der richtigen Zusatzzahl tippen, dann haben sie Glück gehabt. Diese beiden Bedeutungen von Glück als Schicksal, positives Schicksal, was mir widerfährt, und als Gefühlszustand hängen natürlich miteinander zusammen. Denn das positive Schicksal, was mir widerfährt, das macht mich glücklich.
Aber wir haben ja schon miteinander bedacht, warum es schwierig ist, tatsächlich vom glücklichen Leben als letztem Ziel des Lebens zu sprechen, als unserem obersten Gut. Wir können die Gefühlszustände nicht herbeirufen, ein weiteres Problem, die uns glücklich machen. Wir können zwar, wenn wir auf eine schöne Bergwanderung gehen, alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir glücklich werden. Aber wir haben dieses Glück nicht in der Hand. Es kann sein, dass uns trotz einer grandiosen Natur die Sorgen des Alltags viel zu sehr beschäftigen, als dass wir offen sind und die Schönheit der Landschaft in uns hineinlassen können. Wir können das Glück nicht erzwingen. Wenn ich im Folgenden nicht von dem glücklichen Leben sprechen möchte, sondern eben vom gelungenen Leben des Menschen, dann scheint mir doch ein Aspekt des Glücks wichtig, in den Begriff des gelungenen Lebens zu integrieren, nämlich das, was ich einmal nennen möchte, die emotionale Helligkeit, die das Leben hat. Von keinem Menschen, der depressiv, melancholisch, traurig ist, wird man sagen, dass er das oberste Gut, das letzte Ziel seines Lebens leben kann. Wir sind davon überzeugt, dass so etwas wie eine Helligkeit, vielleicht auch eine Freude, die jetzt nicht oberflächlich sein muss und die unser Leben aber dennoch ganz tief prägt, dass die zu dem, wie wir unser Leben leben möchten, hinzugehört. Das sollten wir als Ergebnis festhalten.